Großbritannien. Einst eine große Seefahrernation. Heute ein Land mit Polizisten, die komische Hüte tragen. Autos, die auf der falschen Straßenseite fahren, Schafen und miserablem Essen. Und immer nur schlechtes Wetter. Ja, kann's aufhören, reicht. Trotzdem gibt's auf der Insel auch verdammt schnelle Autos. Und genau die suche ich jetzt. Ich suche jetzt die schönsten, stärksten und vor allen Dingen die schnellsten Autos, die England zu bieten hat. Und ich verspreche Ihnen eines. Dieser Fiat Panda von Sixt gehört nicht dazu. Der hat nämlich ein Plastiklenkrad und das mag ich nicht. Plastiklenkräder werden dir auf deiner Reise auch nur im Mietwagen begegnen, Matthias. Denn exklusiver als dieses Trio geht es kaum. Rund 1,5 Millionen Euro verteilt auf 3 Autos aus britischer Fertigung. Von extrem selten über extrem schnell hin zu extrem leicht. Und das Ganze hoffentlich ohne Pannen. Bei englischen Autos weiß man ja nie. Matthias erstes Ziel liegt an der Südküste Englands. Mitten im Nirgendwo auf einer kleinen Farm entsteht die wohl teuerste und exklusivste Raubkatze der Welt. Der Name der Manufaktur? Eagle. Hey, du hast aber einen schönen Wagen. Ja, ich weiß, das ist mein neues Auto. Hi, ich bin Matthias. Hi, ich bin Henry. Und, wie sieht's aus? Was machen wir heute? Du willst doch sicher den Speedster sehen, oder? Ja, ganz genau. Dann komm mal rein. Wow. Das ist das Auto, wovon ich so viel gehört habe. That's a car. I really heard a lot about that car. Ja, der ist auf der ganzen Welt berühmt. Boah, der sieht aus wie neu. Ja, wir stecken 6000 Stunden Arbeit in jedes Auto. Wir brauchen 2 Jahre für einen einzigen Wagen. Darf ich den mal fahren? Wir hätten da noch was Neueres, was dir gefallen könnte. Wenn ich damit fahren darf? Na, schauen wir mal. Der Jaguar E-Type ist die große Leidenschaft von Eagle-Chef Henry Perman. 1961 auf dem Genfer Autosalon präsentiert, war dieser Wagen eine Sensation. Mit Scheibenbremsen rundum, fast 270 PS und einer Spitze von 240 km/h fuhr der E-Type allem davon. Zuerst kümmerte man sich bei Eagle nur um die Ersatzteile für die Raubkatze. Doch bald kamen die ersten Restaurationsaufträge. Dabei ließ man keine Schraube unberührt. So entstehen hier bis heute Autos, die besser als neu sind. Aber ein Modell stellt alles, was man hier bisher auf die Räder gestellt hat, in den Schatten. Der Eagle Low Drag GT. Dieses Auto ist Handwerkskunst in Reinkultur. Die Karosserie entsteht in 100%iger Handarbeit. Der Motor ist im Grunde eine komplette Neukonstruktion auf Basis des Originals. Rund 360 PS produziert der 4,7 Liter Sechszylinder. Aber damit der Wagen auch wirklich mal so schnell ist, wie er aussieht, setzte man die Katze auf eine strenge Diät. Sie ist 200 Kilo leichter als das Original, trotz Klimaanlage, beheizbarer Frontscheibe und anderer moderner Extras. Wird der da noch lackiert? Nein, das ist eine Aluminiumkarosserie und die ist schon lackiert. Und jetzt sieht es wie poliertes Aluminium aus. McLaren macht das in der Formel 1 genauso. Ha, Alter! Alter Schwede. Baut ihr dafür einen echten Jaguar um? Ja, das ist ein originaler Jaguar E-Type von 1965. Wir nehmen ein verrostetes E-Type Coupé, das man nicht mehr restaurieren kann. Und wann kamt ihr auf die Idee, sowas zu machen? Wir haben in den letzten 30 Jahren den E-Type immer weiter perfektioniert. Und ich liebe diese Autos schon seit meiner Kindheit. Ich wollte schon damals einen haben. Das sind einfach tolle Autos, aber eben auch alte Autos. Und davor haben die Leute ein bisschen Angst. So kam die Idee für diesen Wagen. Ich würde sagen, genug geredet. Das hört sich danach an, als wenn das ein Auto für mich wäre. Den Schlüssel bitte. Der steckt schon. Darf ich den jetzt echt fahren? Jetzt hast du alles über den Wagen erfahren. Leg los. Viel Spaß damit. Wie viel kostet der denn eigentlich?
Knapp 800.000 Euro, aber da stecken auch 2 Jahre und 6.000 Stunden Arbeit drin. Das ist also fast ein Schnäppchen. Und 5 Jahre Entwicklungszeit gibt's gratis dazu. Will ich damit wirklich fahren? Ja, ich will. Okay, dann fahren wir mal. Ach, nur nichts kaputt machen. 800.000 Euro, 720.000 Euro. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Das ist gleich eine doppelte Premiere. Zum einen sieht der Eagle Low Drag GT zum ersten Mal Regen. Zum anderen dürfen wir als erstes Filmteam weltweit dieses Auto fahren. Noch vor dem US-amerikanischen Eigentümer. Unfassbar. Also es ist einfach nur Wahnsinn. In jedem Detail, was du hier anfasst, anschaust, wo du drauf sitzt, wo du durchguckst, siehst du, dass diese Arbeiter bei Eagle ganz, ganz große Liebe hegen für diese Fahrzeuge. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass diese Liebe auch richtig viel Geld kostet. Nur 3 dieser Eagle GT werden gebaut und zu einem Preis von rund 800.000 Euro verkauft. Dieser hier, die Nummer 1, wird ab nächstem Jahr in Kalifornien unterwegs sein. Auf amerikanischen Highways also. Eigentlich schade, denn auf kurvigen Landstraßen fühlt sich der Eagle richtig wohl. Also vom Fahren her fühlt sich dieser Jaguar E-Type an eher wie so ein Porsche 993 oder sowas. Also wirklich, wirklich wie ein guter Sportwagen. So fühlt er sich an beim Fahren. Die Lenkung ist direkt, funktioniert alles perfekt. Und es sieht aber atemberaubend schön aus. Du willst eigentlich nur die ganze Zeit nur dein Telefon rausholen und überall Fotos machen. Ganz ehrlich, ich mag Oldtimer normalerweise nicht so richtig gerne. Klar, ist nett und so, ne? Aber die fahren halt auch immer wie Oldtimer und ihr wisst, ich will richtig fahren. Und das hier fährt richtig. Er sieht aus wie ein Oldie, fährt aber wie eine richtige Kraftbüchse. Schaltet, bremst, kuppelt, Gasannahme. Noch ein letztes Mal das Gaspedal des Jaguars streicheln, dann heißt es für Matthias Abschied nehmen vom wunderschönen Eagle. Also, die Reise fängt extrem gut an. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, was jetzt noch kommen soll. Aber besser als sowas hier kann es eigentlich gar nicht werden. Nachdem der Panda mit genügend Sprit gefüttert ist, geht es einmal über die halbe Insel nach Mittelengland. Hier schlägt das eigentliche Herz der britischen Automobilindustrie. Um die Ecke von Jaguar, Bentley und Aston Martin liegt Leicester. Hier wird ein Auto gebaut, das es mit den Supersportwagen aus Italien und Deutschland aufnehmen will und kann. Der Name? Noble. Matthias trifft den Chef. Hey, Peter. Hi, na, wie geht's? Gut, danke. Wo sind die Autos? Die stehen unten. Unten? Ja, komm. Gestatten? M600, Noble M600. Ich bin Brite, durch und durch. Auch wenn in meinem Inneren ein japanisches Herz schlägt. Ein V8 von Yamaha, um genau zu sein. Aufgeblasen durch 2 Turbos, wuchte ich so bis zu 650 PS auf die Hinterachse. Ungefiltert, ohne ABS und ESP. Einzig eine Traktionskontrolle gönne ich mir. Mein Anzug wird aus Kohlefaser geschneidert. Das spart Gewicht. So kann ich es mir durchaus erlauben, mit anderen Supersportwagen in den Ring zu steigen. Und auch im Innern hat mein Schneider Maß genommen. Carbon und Leder machen das Autoleben schöner. Das Grundgerüst des Noble ist ein Chassis aus Stahl und Aluminium, ähnlich einem Le Mans-Rennwagen. Das gibt die nötige Stabilität für die Carbon-Karosserie. Dem Chassis und dem Fahrwerk widmet man bei Noble besondere Aufmerksamkeit. Das Chassis ist die Basis eines jeden Autos. Andere Hersteller können einen schlechten Rahmen mit elektronischen Helfern kaschieren. Aber sowas gibt es hier einfach nicht. Also muss das Chassis funktionieren. Und das ist gar nicht so einfach. Das sieht man, wenn man bei anderen Supersportwagen die elektronischen Fahrhilfen abschaltet. Dann fahren die nämlich nicht mehr besonders gut.
It doesn't drive very well. Yes. Wenn man so möchte, ist der Noble die analoge Oldschool-Alternative zu heutigen Supersportlern. Wer kauft den Noble M600? They are people who are serious. Nun, das sind Leute, die mit einem Supersportwagen richtig ernst machen wollen. Yeah. Und sieht man den M600 auch auf dem Boulevard, zum Beispiel in Monaco? Das gibt's auch, klar. Aber ich glaube nicht, dass der M600 ein Angeberauto ist. Ich finde, jeder Supersportwagen erfüllt einen bestimmten Zweck. Manche sind auffällig und spektakulär, andere sind eben Fahrmaschinen. Und vor denen sollte man immer Respekt haben. Ich bin jetzt nicht gegen Sicherheit, aber ich finde, dass die meisten Autos zu viel eingreifen. Der hier, der lässt sich einfach fahren. Und das ist jetzt meiner, oder? Nein, nein, der hier ist brandneu und fertig für die Auslieferung. Den fährst du sicher nicht. Deiner steht da hinten. Der ist auch deutlich auffälliger. Passt ja auch viel besser zu dir. Integrity. Das gefällt mir. Der sieht gut aus. Ja, das ist dein Auto. Ein Traum in Orange. Hey, hey, hey. Das Lenkrad ist auf der anderen Seite. Okay. Jedes Mal in diesen englischen Fahrzeugen, jedes Mal das Gleiche. Okay. So, und wie komme ich da jetzt rein? Fang doch mal mit dem linken Fuß an. Und dann den Hintern. Und denk dran, dieser Wagen hat kein ABS oder irgendwelche Fahrhilfen. Du musst dieses Auto fahren. Also, fahr vorsichtig und bring den Wagen heil zurück. In einem Stück? Ja, bitte. Versprochen. Im Vergleich zum Eagle ist der Noble übrigens geradezu ein Schnäppchen. Schon ab rund 235.000 Euro geht's los. Ich habe hier so einen lustigen Schalter entdeckt vor dem Schaltknüppel und der Paul hat mir den vorhin erklärt. Road, Track und Race kann man hier einstellen. Er steht jetzt im Moment auf Road. Da hat das Fahrzeug 450 PS. Auf Track hat er 550 PS. Und auf Race hat er 650 PS. Also ich glaube, zum Eingewöhnen bleibe ich jetzt erstmal auf Road. Ne? Keine schlechte Idee, denn das Wetter erfüllt alle Klischees. Es regnet ohne Ende. Keine idealen Voraussetzungen für den Noble. Selbst in der Aufwärmstellung mit nur 450 PS. Die 335 mm breiten Reifen suchen verzweifelt nach Grip. Ich habe im zweiten Gang bei 450 PS durchdrehende Hinterreifen, im dritten Gang ebenfalls durchdrehende Hinterreifen. Ich will, glaube ich, gar nicht auf 550 oder gar auf 650 PS schalten. Aber meine Hand zuckt. Ich glaube, ich mache es einfach trotzdem. Zack, zack. So. Oh ja. 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 Ah ja. Durch den Dreh am Schalter pressen die Turbos jetzt vollen Druck in die Brennräume. Die Gaskennlinie wird aggressiver, die Traktionskontrolle toleranter und die Straße plötzlich verdammt schmal. Ja, das ist ja doch lustig. Also, ich klammer mich hier ans Lenkrad fest, ich habe echt Angst. Ich brauche jetzt eine Rennstrecke. Bitte geben Sie mir jetzt eine Rennstrecke. Wir fahren nach Bruntingthorpe. So heißt das. Das ideale Geläuf für den Noble M600 findet sich keine Stunde Fahrzeit entfernt. Die Teststrecke von Bruntingthorpe. Eigentlich ein stillgelegter Flughafen aus den Zeiten des Kalten Krieges. Früher waren hier Langstreckenbomber stationiert. Die fliegen jetzt zwar nicht mehr, aber sie haben etwas hinterlassen. Eine 3 Kilometer lange, schnurgerade Start- und Landebahn. Hier auf diesem Testgelände kannst du das Auto erst richtig ausfahren. Ja? Vorher, das war im Kindergarten. Ja? Jetzt wird's ernst. Mit der Kampfansage an Ferrari, Lamborghini, Porsche und Co. meint es der Noble wirklich ernst. Denn der Wagen kann nicht nur geradeaus, er geht auch richtig knackig um die Ecke. Mitverantwortlich dafür gerade mal 1,2 Tonnen Leergewicht. Dieses Auto, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, hat mehr Leistung als ein Porsche GT2 RS, aber er ist knapp 200 Kilo leichter. Das ist unfassbar. 200 Kilo ist in dieser Liga
der Supersportwagen eine Welt, eine riesengroße Welt. Trotzdem ist der Noble kein spartanisches Auto. Es ist alles drin. Klima, Navi, beheizbare Front- und Heckscheibe, elektrische Spiegel, elektrische Fensterheber. Nur eben keine elektronischen Fahrhilfen. Und das ist auch was ganz Besonderes. Bis zu 360 km/h soll der Noble schaffen. Wenn das stimmt, müsste Matthias auf der 3 Kilometer langen Bahn locker die 300 km/h, also 185 Meilen pro Stunde, knacken. So, dann laden wir jetzt mal durch. 120 Meilen. Was das Bremsen anbetrifft. Aber natürlich mit dem fehlenden ABS denkst du dir, ja, jetzt bremsen wir mal ein bisschen früher, ne? Rund 320 km/h hat der Noble geschafft. Doch plötzlich taucht ein Rivale in Matthias' Rückspiegel auf. Und zwar ein richtig fieses Teil. Also ist das jetzt da im Rückspiegel? Weiß, flach und ohne Dach. Das, Matthias, ist ein Mann, der seine eigenen Autos baut. Ian Briggs. BAC heißt seine Firma und Deutsch spricht er auch noch. So. Tachchen. Hey. Hi, Matthias. Ian, hi. Ja, sag mal, was ist denn das bitte für ein Ofen? Das ist der BAC Mono. Mono. Ein Sitz, ein Motor, fertig. Wo bei diesem Gefährt die Reise hingeht, ist offensichtlich. Zur Rennstrecke. Kofferraumvolumen? Ja, aber fragen Sie nicht danach. Leistung? Harter 280 PS aus einem Vierzylinder-Cosworth-Motor. Dabei wiegt der BAC weniger als der halbe Noble. 540 Kilo bringt der gezähmte Formelrenner auf die Waage und ist damit eines der leichtesten Autos der Welt. Das hört sich sehr, sehr gut an. Du warst auch schnell. Also ich hab ganz kurz getrödelt, ne? Ja, sonst wärst du nämlich gar nicht an mir vorbeigekommen. Das glaube ich nicht. Ja. Sau schnell auf jeden Fall. Und wir sind gerade auf einer Reise und wir fahren das schnellste, heftigste, lustigste, was es mit Vierrädern gibt in England. Ja, dann ist Mono Pflicht. Und sag mal, kann ich das so nicht auf der Straße fahren, oder? Ja, in England schon. Und wir sind gerade in die letzte Stufe beim deutschen Straßenzulassung. Ende nächstes Jahr gibt es die erste Kundenauslieferung mit deutscher Straßenzulassung. Und sag mal, wie viel Geld muss man da so anlegen für so ein Fahrzeug? Um die 120.000. 120.000, ja. Okay. Ja, dann würde ich, glaube ich, erst mal eine Probefahrt machen wollen. Was brauchst du? Schlüssel. Danke. Los geht's. Der Mono ist vielleicht das günstigste Auto in unserem Bretentest, aber sicher nicht das langsamste. Nur 2,8 Sekunden vergehen von 0 auf 100. Dabei klingt der BAC wie eine stinksaure Wespe. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Lautsprechertest bei Ihnen zu Hause, ne? Also so bei 3000 Touren ist ja alles noch normal, ne? Aber jetzt gebe ich mal kurz Vollgas und dann hören wir uns diesen BAC Mono mal richtig an. Aber der BAC taugt auch wunderbar als Antifaltenmittel. Hautstraffung der anderen Art. Geil! Sobald du deine Gesichtsmuskeln entspannst, ja, fangen diese Grimassen an. Achtung! Der BAC ist Rennsport pur. Sogenannte Pushrod-Aufhängung, sequenzielles Getriebe und Grip ohne Ende. Es ist wirklich unglaublich, ja? Das Auto fühlt sich auf der Straße irgendwie schwer an, weil es so gut liegt. Aber sobald eine Kurve kommt, pam, 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 fühlt sich das Auto sowas von ultra leichtfüßig an. Das passt gar nicht zusammen.
Matthias ist begeistert. Ian allerdings nicht so sehr. Er hätte gern sein Auto wieder. Matthias will es aber nicht hergeben. Eins steht fest, die englischen Automobilhersteller sind sowas von bescheuert. Positiv bescheuert, ich steige aus dieser Kiste nicht mehr aus. Wie gefällt Ihnen eigentlich meine neue Frisur? Ich war gerade beim Friseur. Nice, oder? So ein bisschen wie die Frisur vom Bild.